Wir haben hier noch Eklas im Bundestag, meine Freunde. Das wird wieder ganz wild. Danach würde ich sagen, jumpen wir auf jeden Fall mal in die Setup-Reactions rein, oder? Let's go, der Hase. Eklas im Bundestag. Das kann nur wild werden, Leute. Bundestag immer lustig. Denken Sie daran, wie auch immer Sie den Krieg rechtfertigen, Sie entscheiden heute über Leben und Tod. Also ich bitte Sie unverzüglich, die Spruchbänder runterzunehmen. Ah ja. Norbert Lammert.exe weg. Ich schließe alle Kollegen der Fraktion, die dieser Aufforderung nicht gefolgt sind, hiermit vom weiteren Verlauf der Sitzung aus. Und Herr Gabriel. Jürgen Trittin wieder rumschreien. Sie sind ja so empfindlich. Herr Trittin, benehmen Sie sich bitte. Benehmen Sie sich bitte. Sie sind ja. Die lachen nicht. Ah! Sie sind ja so empfindlich. Sie sind ja offensichtlich so empfindlich. Ursula von der Leyen setzt 40 Mal an. Weil ihnen dieses weh tut, dass sie merken, wir hätten besser für die bedürftigen Kinder. Wir hatten einen Untertitel an, ja, weil es lustiger ist, aber wir können ja wieder ausmachen. Sorgen müssen. Jetzt lasst uns doch mal. Frau von der Leyen, darf ich Sie einen Moment unterbrechen? Es ist entscheidend, was der Präsident sagt, nicht was an der Tafel steht. Oh. Erstens. Oh. Zweitens. Kann natürlich jede Fraktion als Redner vorschlagen, wen sie vorschlagen möchte. So genauso hat die SPD den Redner gewechselt, wie jetzt die CDU-CSU. Und ich habe jetzt gebeten, dass die Geschäftsführer anschließend kurz hierher kommen, dass wir noch eine Kurzrunde machen. Wieso schreien die denn die ganze Zeit, Digga? Nicht. Ich bestimme jetzt. Renate Künast jetzt wieder, auch. Mad AF, Alter. Weitergeht. Aber mehr reicht so! Mit Schreien gewinnt man immer. War noch Zeiten, da hat die AfD noch nicht mitgeklatscht, ne? No political intention an der Stelle. Und ich muss Sie bitten, sich so zu benehmen, wie es hier der Situation angemessen ist. Ja. Karin Ritter. Und jetzt bitte ich Frau von der Leyen fortzusetzen. Bitte schön. So, meine Damen und Herren. Es ist ja ein gutes Zeichen, wenn die Emotionen so hochkochen, ja, ja. Wenn wir zum ersten Mal ausführlich. Okay. Okay. So steht sie da. Da merkt man, Herr Trittin, wie wenig ernst es Ihnen ist mit der Fürsorge für die bedürftigen Kinder. So, ich schreibe jetzt hier wütend was auf meinen Zettel, die wird sehen. Und wenn denn der Herr Lindner, wer seid ihr? Zu dem ich erst einmal sagen muss, dass ich es unerträglich finde. Jedes Mal, wenn hier eine Frau redet, dann macht der arrogante Zwischenrufe dieser Macho. Das ist sowas von wenig zu ertragen und kraut sich da seine Eier. Das geht überhaupt nicht mehr. Ah ja, Christian, Hand aus der Hose. Entschuldigen Sie, Frau Präsidentin. Ich entschuldige mich. Aber das erst, ich entschuldige mich dafür. Für den Macho oder für was jetzt? Für die Eier. Digga, what the fuck? Wenn Sie. Bundestag wild. Aktuelle Stunde zum Report des Teppich. Was? Aktuelle Stunde zum Transport eines Teppichs für Bundesminister Niebel. Digga, um was wird da gerade geredet? Um einen Teppichtransport? Sag mal, also, Digga, ihr hättet eher 2012 diskutieren sollen, ob die Welt untergeht. Man sieht rege Beteiligung,
Wolfgang Niebel kriegt seinen Teppich. Sie jetzt sagen, der einführt, ist derjenige, der hinterzogen hat, dann unterstellen Sie doch, dass der Präsident des Bundesnachrichtendienstes hier diese Steuerhinterziehung begangen hätte. Das können Sie doch als Abgeordneter nicht ernsthaft machen. Stimmt, es gab ja so einen Riesenskandal, weil der irgendwie einen Teppich hat eingeführt, irgendwie als Geschenk oder sowas, ja, ja. Das können Sie doch nicht ernsthaft machen. Es bleibt... Wissen Sie, ich erinnere nochmal an die Worte des Kollegen van Aken und für alle Zuhörer, er ist der berühmteste Eierkrauler dieses Parlaments. Christian Lindner, Front, Front, Front. Oh, Digga. Da, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Wort hat die Frau Kollegin Dr. Hendricks. Herr Lammert, ich freue mich, dass Sie mich hierher gelockt haben. Was ist denn hier? Was ist denn jetzt los, Alter? Musikantenstadel oder was? Können Sie ein bisschen lauter ins Mikrofon atmen? Das wäre sehr angenehm. Ich ahne schon, weil ich Sie ja als Ironiker kenne. Mhm. Dass Sie hoffen, dass ich den Linken ein paar Ohrfeigen verpasse. Aber das kann ich ja nicht liefern. Mein Beruf war doch Drachentöter. Ich kann Ihnen auch, Herr Birmer, mit einem Hinweis auf unsere Geschäftsordnung helfen. Boah. Oh. Oh. Norbert Lammert wieder mit dem Front. Sobald Sie für den Deutschen Bundestag kandidieren und gewählt werden, dürfen Sie hier auch reden. Jetzt wird erstmal gesungen. Heute sind Sie zum Singen eingeladen. Oh, Digga, wie er ihn hops nimmt. Ja, aber natürlich habe ich mir in der DDR das Reden nicht abgewöhnt und das werde ich hier schon gar nicht tun. Oh, Digga. Das, was Böhmermann gesagt hat, in seinem angeblichen... Ah, Digga, das ist diese ganze Erdogan-Geschichte. Ne? Pflegedicht ist nicht allgemein bekannt. Da werden einige Fetzen rausgerissen. Ich wollte es eigentlich nicht, aber ich lese Ihnen das mal vor, damit man weiß, was ist denn hier überhaupt gesagt worden. Jetzt wird's lustig. So feige und verklemmt ist Erdogan der Präsident. Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner. Selbst ein Schweinefurz riecht schöner. Er ist der... Passen Sie mal auf, dass Sie keine Anzeige bekommen! ...der Mann, der Mädchen schlägt und dabei Gummimasken trägt. Da will ich jetzt einen fetten Beat drunter haben, Digga. Detlef Seif, ich sehe dich bei Rap-Update nächste Woche. Am liebsten mag er Ziegen ficken und Minderheiten unterdrücken. Digga, dass jemand das Wort ficken im Deutschen Bundestag sagt, ne? Kurden treten, Christen hauen und dabei Kinderpornos schauen. Und selbst abends heißt statt schlafen Fellatio mit 100 Schafen. Ja, Erdogan ist voll und ganz ein Präsident mit kleinem Schwanz. Digga. Jeden Türken hört man... Rapper Mittwoch, be like. Flöten, die dumme Sau hat Schrumpelklöten. Von Ankara bis Istanbul weiß jeder, der Mann ist schwul. Digga, dieses... Pervers, verlaust und zoophil, Rezept Fritzel, Priklopil, sein Kopf so leer wie... Dieses Gedicht von Böhmermann war auch wirklich so. Seine Eier, der Star auf jeder Gangbang-Feier, bis der Schwanz beim Pinkeln brennt, das ist Recep Erdogan, der türkische Präsident. Digga, Digga. Meine Damen und Herren, da brauche ich nicht lange drüber nachzudenken. Hier werden Ressentiments bedient. Hier wird eine Person in ihrer Ehre ganz klar angesprochen. Die Justiz hat zu entscheiden, ob diese Ausdrucksweise in dieser Form noch gedeckt ist von der Meinungs- und Pressefreiheit, und zwar unabhängig von dem Paragraphen 103 des Strafgesetzbuchs. Doch. Satirefreiheit war es, glaube ich, ne? Oh, jetzt wird's wild. Frau Weidel freestylt. Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige... Alimentierte Messermänner, Digga. ...Augenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern.
Alimentierte Messermänner, was meint sie? Dazu bedarf es einer qualifizierten Herr Kauder und keiner... Die schreien da einfach rum. ...plan und zügellosen bildungsfernen Zuwanderung. Denn Deutschland ist schon lange ein grenzenloses Einwanderungsland für Unqualifizierte und ein Auswanderungsland für Hochqualifizierte geworden. Digga. Frau Kollegin Weigel, Sie haben in Ihrer Rede die Formulierung unter anderem Kopftuchmädchen und sonstige Taugenichtse gebraucht. Damit... Jetzt bin ich mal gespannt, Lammert. Diskriminieren Sie alle Frauen, die ein Kopftuch tragen. Dafür rufe ich Sie zur Ordnung. Das passt nicht zu Ihrer Ideologie. Sie selbst, Frau Roth, haben Ihren Antrag völlig wertlos gemacht. Sitzt da, was habe ich? Indem Sie sich im Iran diesen Strukturen unterworfen haben. Digga, da lacht sie nur. Anstatt die Mut... Anstatt... Da lachen Sie. Jetzt, Entschuldigung, jetzt lachen Sie. Ich werde nachher darauf eingehen. Stoppen Sie die Zeit, jetzt werde ich strukturell benachteiligt als Mann. Also. Jetzt werde ich strukturell benachteiligt als Mann. Oh, ich hab so schwer als weißer Cis-Mann in der Gesellschaft im Bundestag. Oh, ich arme Sau. Bitte, Ihre Einwurf. So, Herr Bistron, ich versuche hier die Sitzung zu leiten. Ich bitte Sie, wenden Sie sich an... Alter, das bilden sich ja Fronten, das ist echt insane. ...die Kolleginnen und Kollegen... Und ich werde dann gegebenenfalls auf Ihre Geschichten antworten. Es gibt hier schon Diskussionen im Hause, dass Sie der Rolle als Vizepräsidentin nicht gewachsen sind. Sie bestätigen das. Digga, die halten da einfach ein Gespräch. Also es ist einfach... Das ist ein Thema. So, überhaupt nicht Thema. Wir werden diese Äußerung von Herrn Bistron selbstverständlich im nächsten Ältestenrat befassen. Der Ältestenrat. Wer hier würdig ist und wer nicht würdig ist. Und ich bitte Sie jetzt in Ihrer Rede fortzuführen. Das auf nahe... Krank, dass sie so ruhig bleibt. Krank, dass sie so ruhig bleibt. Zu sämtlichen Ebenen fangen wir ganz oben an. Beim Staatsoberhaupt, dem Bundespräsidenten, der ja auf der Tribüne ist. Guten Tag, Herr Steinmeier. Digga. Sie machten offen Werbung für linksextremistische Veranstaltungen, die der, wie der Verfassungsschutz von Sachsen vor kurzem herausgefunden hat, für Veranstaltungen, auf denen Musikgruppen, sogenannte Musikgruppen, ihre primitiven Gewaltfantasien ausgelebt hatten. Ich meine, die peinlich... Ah, okay. Das war, glaube ich, feine Sahne Fischfilet. Letztes Jahr, was war das nochmal, dieses ganze Benefizkonzert? Das war ein Riesen-Eklat tatsächlich. Ich glaube, darum geht's. Veranstaltung. Entweder KIZ. KIZ war es sogar. KIZ. Ich schieße immer noch in die... Was war das? Ich ramm die Messerklinge in die Journalistenfresse. In Chemnitz. Wir sind mehr. Genau, wir sind mehr war das. Genau. In Chemnitz und Sie haben Gratulationsschreiben an menschenverachtende, mörderische Regime gesandt. An menschenverachtende, Digga. Ich meine den Iran. Meine Damen und Herren, die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung... Herr Kollege Brandt. Meditel, Dankeschön für die 2 Gipfelzaps. Kuss, Dankeschön. Nein. Herr Kollege Brandner. Herr Präsident. Der Bundespräsident ist unser aller Staatsoberhaupt. Das habe ich gesagt. Wenn er, uns die Ehre antut, an unserer Debatte teilzunehmen, ist es nicht für Sie die Gelegenheit, ihn zu kritisieren. Bitte unterlassen Sie das. Aber wir haben die Chance, den Rechtsruck zu stoppen, und zwar gemeinsam. Statt also den rechten Hetzern auf den Leim zu gehen, indem wir Demokratinnen und Demokraten uns spalten lassen, stärken wir denen den Rücken. Ich bin am Ende. Die jeden Tag stärken wir denen den Rücken, die jeden Tag an vielen Orten in diesem Land sich dem rechten Vormarsch entgegenstellen und sagen, danke Antifa. Frau Kollegin Renner. Darf ich kurz zu mir rücken? Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kollegin Renner trägt an ihrem Revers einen Sticker der Antifa. Ich erteile dafür einen Ordnungsruf. Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf und behalte mir vor, nach Erörterung des Präsidiums des Deutschen Bundestages weitergehende Ordnungsmaßnahmen, wie sie zu verhängen. Frau
schwieriges Thema. Kollegin Kipping, ich erteile Ihnen ebenfalls einen Ordnungsruf für die An sich, ja, ja, ich äußere mich nicht. Bemerkung. Als nächste Rednerin spricht für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin Janan Bayram. Ganz kurz, Frau Bayram, bevor Sie anfangen. Wenn Sie weitere Ordnungsrufe haben wollen, melden Sie sich. Sitzungsleitende Maßnahmen des Präsidenten sind der Erörterung entzogen. Das gilt grundsätzlich. Und noch einmal, ich halte es nicht für opportun, Sticker der Antifa im Deutschen Bundestag zu tragen. Sie schreiben in Ihrem Gesetzesentwurf, und der Minister hat es ja auch angesprochen, dass das Gesetz eine Folgerung aus den Auswirkungen des verheerenden Terroranschlags vom Breitscheidplatz ist. Wir sind hier aber nicht im Nahen Osten, wo man mit Blutgeld selbst Morde sühnen kann. Im Nachhinein den Angehörigen der Opfer Geld und Unterstützung zukommen zu lassen, das mag kurzfristig manche besänftigen. Digga. Macht die Taten aber nicht ungeschehen und es löst auch keine Probleme. Wir brauchen hier. Das ist echt nervig mit der Sonne hier, ne? Kein Blutgeldgesetz, sondern eine Bekämpfung von Ursachen. Dieser Gesetzesentwurf. Ja, ja, regen Sie sich alle nur auf. Regen Sie sich alle nur auf, ich höre Ihnen eh nicht zu. Dieser Gesetzesentwurf zeigt Ihre Hilflosigkeit und ist letztlich nichts anderes als die Bankrotterklärung Ihrer Politik der inneren Sicherheit. Digga. Was aber, Die Redefreiheit in unserem Haus ist eine großartige Freiheit und Errungenschaft. Mhm. Und von allergrößter Bedeutung in einer Demokratie. Ja. Aber diese Rede, die hat in hohem Maße die Grenze des politischen Anstands überschritten. Starkes Statement. Sehr, sehr starkes Statement. Das jetzt vorgelegt worden ist, über den es sich vortrefflich der politische Streit anbietet, wie man es am besten gestalten kann, als Blutgeldgesetz zu beschreiben, ist in hohem Maße zu rügen. Herr Kollege Thome, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Lustiges vom Präsidium. Lass uns noch mal ganz kurz, eins möchte ich mir noch reinziehen, Leute, vom Best of Bundestag. Eins wollte ich mir noch reinziehen. Dann bin ich auch an der Stelle durch. Wir gucken mal, was das beliebteste Video ist. Vielleicht haben wir das noch gar nicht gesehen. Best of Gregor Gysi haben wir schon geguckt. Best of Angela Merkel. Best of Bundestag 11. Best of Norbert Lammert, eine Tüte an hier, Digga. Alle Ordnungsrufe und Rügen. Das schauen wir uns mal an. Aber geradezu absurd. Und es ist halt insane, wie viel Content es davon gibt. Das ist so viel, was da passiert. Lisa, was geht? Politisch an Zynismus kaum noch zu überbieten ist, dass... Die Stimme klingt wie die von Haiti, no front. Die Bundeswehr in ein Kriegsabenteuer gegen den IS geschickt wird und gleichzeitig hier in Deutschland die Fahne derjenigen verboten werden, die sich dem IS seit Jahren mutig entgegenstellen. Ich glaube, es geht um die PKK-Flagge. Es ist diese Fahne. Ist das die PKK-Flagge? Warte mal ganz kurz, das ist die kurdische Flagge. Ja, ist die PKK-Flagge. Ne? Ist Volksverteidigungseinheiten von der PKK, ist eine Untereinheit der PKK, ja. Diese Fahne der kurdischen Volksverteidigungseinheiten der JPG. Naja, JPG sind Untereinheiten der PKK, glaube ich. Sowas wie eine Spezialeinheit oder zuzurechnen bei der PKK, ja. Frau Kollegin Dagdelen. Sie haben irgendeine Fahne hochgehoben oder ein Bild davon. Wir prüfen gerade, was das war. Ich komme möglicherweise darauf zurück. Ich habe keine Ahnung, was das war. Das Zweite ist, bei aller Erregung, die nachvollziehbar ist bei den Angriffen... Da, er dreht gleich wieder frei. Er wird gleich wieder ausrasten. Ganz emotional. ...die Sie empfinden von der AfD-Fraktion, Frau von Storch, ist der Zuruf, Sie haben eine Macke... Ja, genau, der militärische Arm, Habuk, ja. Im Übrigen erteile ich dem Abgeordneten, dessen Namen mir leider entfallen ist, aus der AfD-Fraktion, da wir identifizieren Sie einen Ordnungsruf für Ihre Aussage, das Mahnmal zum Gedenken der jüdischen Opfer sei ein Mahnmal der Schande. Richtig, erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Sollte
Der Zwischenruf, der eben undeutlich an mein Ohr drang. Gut, dann ist er hier gefallen. Und ich stelle fest, dass der AfD-Abgeordnete Seitz den Abgeordneten Schmidt als Kriegstreiber hier betitelt hat. Da wird wieder ein Tweet in die Tastatur gehackt. Es ist zumindest ein unparlamentarischer Ausdruck. Einer weiteren Bewertung werden wir uns dann sicherlich, sollte der Abgeordnete Schmidt sich an seinen parlamentarischen Geschäftsführer und den Ältestenrat wenden, dann an anderer Stelle hier verhandeln. Ui, hier herrscht ja Meinungsfreiheit, alles was nicht antideutsch ist, wird hier gelöscht. Also Leute, ich will jetzt hier keine politische Diskussion lostreten. Wir schauen uns das hier ohne politische Intendierung meinerseits an und ich würde auch gerne den Chat darauf hinweisen, dass das hier bitte beigepflichtet wird. Ja? Ich möchte jetzt hier keine große Diskussion à la Anis Zedak und AfD und weiteres in meinem Chat haben. Schauen uns das hier rein aus Unterhaltungszwecken an und ich würde hier auch bitte diese Ordnung im Chat wahren. Danke. Doch, ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Frau Kollegin Weigel, Sie haben in Ihrer Rede die Formulierung... Es gibt einen Ordnungsruf an den Chat an der Stelle. Wir schalten gleich einfach auf Emotes only, glaube ich, das ist am einfachsten. Dann können wir uns hier, glaube ich, wir machen für solche Sachen, machen wir einfach den Emotes only Chat an. Das ist am einfachsten. Dann müssen wir uns da keine großartigen Gedanken machen, dass sich hier irgendeiner in seiner Meinung nicht geachtet fühlt. Ihr könnt euch ja gerne über Emotes oder sowas mitteilen, ne? Es ist keine Beschneidung der Meinungsfreiheit an der Stelle. Ich glaube, das ist nur eine sinnvolle Maßnahme, um eventuelle politische Eskalation hier nicht zuzulassen. Grüße geht raus. Kopftuchmädchen und sonstige Taugenichtse gebraucht. Damit diskriminieren Sie alle Frauen, die ein Kopftuch tragen. Dafür rufe ich Sie zur Ordnung. Ordnungsruf. Ordnungsruf. Bevor wir jetzt zu den Wahlen kommen, möchte ich einen Auftrag des Kollegen Kubicki erfüllen, der mich gebeten hat, in seinem Namen... Justin, danke schön für deine 2 Euro. Schaue ich mir vielleicht im nächsten Stream an. Danke dir. In der Debatte zum vorhergehenden Tagesordnungspunkt hat während der Rede des Kollegen Meyer der Kollege Harald Weinberg von der Fraktion Die Linke den Zwischenruf Lügner gemacht. Dafür erteile ich Ihnen auch im Namen meines Kollegen einen Ordnungsruf, weil das eine persönliche Beleidigung ist, eine unparlamentarische Äußerung. Ordnungsruf. Was hat das für eine Folge? Muss ich mir gleich mal genau reinziehen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Die vorgesehene Redezeit widmen wir dem Gedenken an die in Wiesbaden tot aufgefundene Susanna. Sie wurde 14 Jahre alt. Aus der Erde kommst du und zur Erde wirst du werden. Darf ich Sie hinweisen, dass wir gerade zur Geschäftsordnung reden? Alle stellen sich hin von der AfD und alle so richtig lost, verwirrt, sowas machen. Und ich würde auch bitten, dass Sie sich an die vorgegebene Tagesordnung und an die Geschäftsordnungsdebatte halten. Nein, der steht da. Der steht da und sagt gar nichts. Ehrlich sagen, ich finde diese blauen Stühle so abgrundtief hässlich. Klar sind das europäische, das ist die europäische Fahne, Farbe, aber boah, Digga. Einrichtungsmäßig ganz, 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 ganz wild, dieser Bundestag. Herr Seitz, haben Sie noch etwas zu sagen? Ansonsten würde ich die nächste Rednerin oder den nächsten Redner aufrufen. Es ist eine Schweigeminute. Da
Da Sie mir nicht antworten, ist damit Ihre Rede oder Ihr Beitrag beendet. Und ich gebe das Wort jetzt Carsten Schneider für die SPD. Und ich fordere Sie auf, das Redepult zu verlassen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, am vergangenen Freitag hat ein Mitglied dieses Hauses, Dankeschön, nachdem ihm von der amtierenden Präsidentin das Wort erteilt worden war, versucht, aus Anlass des fürchterlichen Mordes an einem 14-jährigen Mädchen durch demonstratives Schweigen eine Art Schweigeminute herbeizuführen. Oh, jetzt gibt's dafür Ärger. Nach unserer Geschäftsordnung wird Abgeordneten das Wort erteilt, damit sie zur Sache sprechen können. Mhm. Die Worterteilung bedeutet nicht, dass der Abgeordnete, dem das Wort erteilt wurde, über seine Redezeit frei verfügen darf. Darf man auch rappen, ist die Frage, ne? Er ist auf Wortbeiträge beschränkt. Unmittelbar nach dem Vorfall im Plenarsaal wurde auf den Seiten der AfD-Fraktion in einem sozialen Netzwerk, in deren Impressum die Kollegin Dr. Weidel und der Kollege Dr. Gauland aufgeführt werden, ein Video des Vorgangs veröffentlicht und mit folgenden Worten kommentiert. Ich zitiere. Ansehen und Teilen, entlarvende Reaktionen seitens Claudia Roth und der anderen Fraktionen. Soeben nutzte die AfD-Fraktion die Gelegenheit, der in Wiesbaden von einem abgelehnten Asylbewerber getöteten Susanna 14 im Bundestag zu gedenken. Das ist so eine perfide Politmache. Ne? Das ist wirklich eine ganz, 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 ganz schwierige Taktik. Lediglich die AfD-Fraktion beteiligte sich hieran. Sitzungspräsident Claudia Roth ignorierte die Schweigeminute und verwies Thomas Seitz, AfD, vom Rednerpult. Soweit das Zitat. In der Folge wurde Frau Vizepräsidentin Roth in dem sozialen Netzwerk in zahllosen Kommentaren, in E-Mails und telefonischen Anrufen verleumdet, beleidigt und bedroht, zum Teil auf eine Weise, die mich veranlasst hat, polizeiliche Schutzmaßnahmen. Was hat Frau Weidel gesagt? Beleidigt. Willkommen in unserer Welt. Und bedroht, zum Teil auf eine Weise, die mich veranlasst hat, polizeiliche Schutzmaßnahmen für sie prüfen zu lassen. Dann wird man permanent als AfD-Abgeordneter. Die Inszenierung vom vergangenen Freitag hatte nicht nur die beschriebenen Persönlichkeitsverletzungen zur Folge. Sie betrifft auch das Verfassungsorgan Deutscher Bundestag. Mit dessen Würde ist es nicht vereinbar, wenn auch nur der Anschein der Instrumentalisierung der Opfer von Verbrechen entsteht. Fucking word. Zweitens ist mir zugetragen worden, dass der Kollege Baumann den Redner mit dem Begriff Verleumder belegt hat. Das haben wir nicht gehört. Sie stehen dazu. Dann teile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Wir haben als SPD und CDU, CSU uns hier hingesetzt und haben für die Dienste mehr Personal und mehr Geld beschlossen, weil wir finden, dass Typen wie Sie überwacht gehören. Vielen Dank. Typen wie Sie. Herr Kollege Kaas, für die Bemerkung, dass Typen wie Sie überwacht werden, erteile ich Ihnen ebenfalls einen Ordnungsruf. Das ist. Ich muss mal ganz kurz nachfragen. Ordnungsruf. Bundestag, Bedeutung. Was hat das für Folgen? Einzelmittelverfahren. Für gewöhnliche Sitzung geregelt wird gegen Mitglied ausgesprochen. Zwischenrufe, Beleidigung. Ja, okay. Wie viele Ordnungsrufe darf man erhalten? Muss mal gucken. Wie viele Ordnungsrufe darf man haben? So, kann man im Bundestag mal hier nachlesen. Finde ich mal ganz interessant. Ordnungsmaster, Störung, blablabla, spricht ja im parlamentarischen Brauch. Ruf zur Sache, der Ordnungsruf, ja, wieder auf die Sache zu verweisen. Das ist der Ordnungsruf, okay, eine Rüge, Wortentziehung und dann kann man ausgeschlossen werden. Wegen gröblicher Verletzungen, wiederholten, undemokratischen Fraktionen, Wahlperiode, okay. Ah, hier. Ach, guck mal hier. Hier gibt es eine Tabelle. Rügen gibt es gar nicht mehr. Verweisen zur Sache auch nicht mehr. Also, nach zwei Ordnungsrufen. Warte mal. Nee, Moment. Das ist Statistik nur. Gut, muss ich mir mal ein bisschen näher mit befassen. Muss ich mir mal genau anschauen. Aber super interessant. Das ist nicht der Fall. Wer ist gegen die Ausschussüberweisung? Das können Sie gerne machen. Die AfD-Fraktion zweifelt die Beschlussfähigkeit an in dieser Frage.
Oh, oh. Ich lese dazu zunächst. Bitte, haben wir jetzt gehört, ja? Alle Zwischenrufe werden im Protokoll vermerkt, Herr Baumann. Und wenn da etwas gewesen sein sollte. Das ist so schwierig, glaube ich, da als Leiter zu sitzen und tatsächlich, selbst wenn man eigene politische Vorstellungen hat, da diese komplett außen vor zu lassen und jeden gleich zu behandeln, egal was derjenige sagt, das ist, glaube ich, echt ein respektabler Beruf. Das werde ich ja feststellen. Was die Würde des Hauses berührt, werde ich eine entsprechende Ordnungsmaßnahme ergreifen, die behalte ich mir ausdrücklich vor. Bevor ich den ersten Tagesordnungspunkt aufrufe, teile ich Ihnen mit, dass ich der am gestrigen Abend während der Beratung des Tagesordnungspunktes 17 amtierende Vizepräsident Wolfgang Kubicki für einen Zwischenruf, den ich nicht wiederholen möchte, der aber offensichtlich die Würde des Hauses verletzt, die Verhängung einer Ordnungsmaßnahme vorbehalten hat. Mittlerweile konnte festgestellt werden, dass der Zwischenruf der Abgeordneten Dr. Kerstin Tackmann zuzuordnen ist, der ich im Auftrag des Vizepräsidenten Kubicki hierfür einen Ordnungsruf erteile. Der Rechtsstaat, meine Damen und Herren, erodiert. Und das auf nahezu sämtlichen Ebenen. Rede mit der Rechtsstaat erodiert zu beginnen, naja. Fangen wir ganz oben an, beim Staatsoberhaupt, dem Bundespräsidenten, der ja auf der Tribüne ist. Guten Tag, Herr Steinmeier. Sie machten offen Werbung für linksextremistische Veranstaltungen, ja, wie der Verfassungsschutz von Sachsen. Der Bundespräsident ist unser Aller. Die Stromverbraucher bezahlen müssen. Das Energieeinspargesetz ist eine Zwangsabgabe, die Stromverbraucher bezahlen müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist meine letzte höfliche Mahnung an diejenigen, die ihre Erregung jetzt freien Lauf lassen. Ich bitte darum, dem Redner zuzuhören und die nächsten so emotional durchgehenden Zwischenrufe oder Anmutungen werden von mir mit einem Ordnungsruf Ich würde mir wünschen, dass Montana Black das jetzt. Ich darf Sie jetzt darauf hinweisen, Frau Kollegin, dass Sie gerade einen Ordnungsruf erhalten haben von mir jetzt. Sie wollen die Erbschaftssteuer abschaffen. Sie wollen keine Vermögensteuer einführen. Sie wollen die hohen. Ich will Sie abschaffen. Er will mich abschaffen, hat er gerade gesagt. Ich will Sie abschaffen, Digga. Genau, das ist nämlich das, was wir hier nicht im Parlament brauchen. Diesen Hass. Er will mich abschaffen. Das will Herr Hilse. So sieht's nämlich aus. So, wir konnten hier oben nicht genau erkennen oder nicht genau hören, was gesagt worden ist oder was nicht gesagt worden ist. Wir werden das klären mit dem Protokoll und dann gegebenenfalls morgen früh. Boah, Protokollschreiber da zu sein, muss ja auch wirklich kopfig sein, diese Arbeit, ne? Ganz, 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 ganz schwierig. Mit diesem Gesetz soll noch einmal Arbeitsfähigkeit vorgetäuscht werden. Aber was für Verrenkungen, was für Regelungsakrobatik. Statt einfach zu sagen, Grenze wird ab jetzt gesichert. 16er Grundgesetz gilt wieder. Syrienkrieg ist aus. Ja, lassen wir die Panzer auffahren. Kriminalität, Ausweisung, für schutzbedürftige Sachleistungen, Integration in Richtung Heimatland. Doch nichts von alledem. Eine grundsätzliche Wende hin zum Effektiven ist nicht erwünscht. Der Abgeordnete Michel Brandt hat während der Rede des Kollegen Dr. Curio hier laut gerufen, Nazis aus dem Bundestag. Dafür rufe ich Sie zur Ordnung. Die Wortklaubereien, aber ganz wichtig, da oben sitzt diese Schulklasse und denkt sich so, what the fuck. Hätte ich mal gerne mit der Schule gemacht, hätte ich super spannend gefunden. Machen Sie keine weiteren Bemerkungen, studieren Sie erst die Geschäftsordnung, um über die weiteren Folgen sich zu vergewissern. Gut, Leute, Emotes only aus an der Stelle. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Exkurs gefallen.